Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag, ungefähr 10 Uhr und ich befinde mich hier auf dem Weg an den Strand von St. Peter-Böhl. Eine ganz liebe tierverliebte, Tiernärrin und naturverbundene Schülerin von mir fragte mich, ob ich ein Video drehen könnte über die Verschmutzung der Meere, über das Plastik in den Ozeanen und wie das überhaupt dahin kommt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, wie mein Plastikhausmüll ins Meer gelangen kann. Ich weiß nur, dass ich keinen Müll wegschmeiße, einfach so in die freie Natur, wo es anderen Tieren oder Menschen auch schaden kann. Und deswegen habe ich mir heute vorgenommen, dass ich einfach mal an den Strand gehe mit einer Mülltüte und meinen beiden Müllsuchhunden Knucke und Snip. Die finden den Müll nämlich, wie man sieht, viel besser als ich. Und ich packe ihn dann ein und nehme ihn mit. Das kann jeder von euch machen, wenn ihr mal Lust habt. Dann nehmt einfach eine Mülltüte mit an den Strand, wenn ihr mal an den Feiertagen oder am Wochenende an den Strand fahrt. Ihr seid an der frischen Luft. Es gibt einem ein unglaublich gutes Gefühl und man tut auch noch etwas für die Umwelt. An diesem Netz zum Beispiel kann kein Vogel mehr verrecken und kein Fisch. Tschüss!